Ich würde gerne einen kleinen Themenwechsel machen. Ich würde abschließend mit Ihnen gerne über das Thema sprechen, dass Sie ja schlechthin der Experte sind, nämlich Vermögensanlage und Vermögensvermehrung. Ich habe mir ein bisschen so auf Ihren YouTube-Kanal angeschaut, wo ich auch übrigens unten in der Videobeschreibung verlinke. Also jeder, dem es interessiert, schaut wirklich sehr, sehr gerne beim Dr. Markus Elsässer rein. Wirklich sehr interessante Videos. Da habe ich gesehen, Sie sind ein bisschen durchsetzt von den Themen her. Sie haben Videos zu Rohstoffen, zu Immobilien, zu Aktien. Jetzt würde mich mal interessieren, Ihre Portfolioverteilung. Wo ist eigentlich prozentual gesehen, wie viel haben Sie in Immobilien, wie viel haben Sie in Aktien, wie viel haben Sie in Rohstoffe? Darf man das wissen? Ja, es muss so sein, dass man am Ende des Tages alles hat. Und der ganze Trick ist, dass man als junger Mensch mit irgendetwas anfangen muss. Es ist ein ganz großer Blödsinn, was die Banken da einem verzapfen, die Großbanken, Risikoverteilung und hier und von da was, sonst was. Man muss mit etwas anfangen und das kann nur eine Sache sein. Es sei denn, dass die also sofort, ich meine, 10 Millionen Euro erben mit 24. Das ist ja was anderes. Aber ein normaler Mensch, der ganz normal arbeitet und über die Arbeit Geld erspart und verdient und Ersparnisse hat, der muss sich halt entscheiden. Und der eine ist ein Lokalmatador, kennt sich aus, was weiß ich, wird Apotheker, weiß, er bleibt bis an sein Lebensende, leitet die Apotheke vom Onkel, was weiß ich, in Erlangen. Der kommt, hat da feste Stunden, der kann auch jeden Freitag zum Lunchtime sitzt er dann im Rotary, ja, der ist dann Lokalmatador, da würde ich sagen, der muss in Immobilien machen erstmal. Der muss sehen, dass er sich mit dem Banker gut stellt und wenn er 10% Eigenkapital hat von dem, was er kaufen will, sofort ran an die Immobilie. So, und dann fängt er an, die Immobilie was abzustottern, baut er sein Eigenkapital auf, verdient mehr. So, und dann kauft er vielleicht eine zweite Immobilie oder eine dritte. Und irgendwann kommt dann die Ehefrau und sagt: Du Schatzi, die vielen Häuser da in Erlangen, was ist denn, wenn ein Erdbeben kommt? Aber mein Onkel hat immer so viel Aktien gehabt. Und dann sagt er: Ja, diese Aktien, die blöde Börse, ich weiß nicht. Nein, nein, wir müssen jetzt mal einen Termin machen. Ja, so. Und wenn sie klug sind, stoßen sie dann auf einen guten Banker oder einen guten Vermögensverwalter. Ja, und dann so. Und dann beschäftigen sie sich mit dem Thema und dann werden eben dann Aktien angespart. Oder ein anderer sagt: Nein, jetzt müssen wir was Gold haben. Also, was ich sagen will, ist, dieses ganze Thematik, Asset Allocation und Risikoausgleich, alles Bullshit. Die jungen Leute müssen überhaupt erstmal in die Lage kommen und motiviert sein, dass sie überhaupt zu Geld kommen, was sie nicht zum Leben brauchen oder für die Ausbildung. Und dann ist es im Prinzip ein Zufall. Der eine fängt mit Gold an, der andere spekuliert mit Penny Stocks, der andere kauft sich eine Blue Chip Aktie und kauft jedes Jahr zwei Stück nach. Ja, der andere, was weiß ich, steckt Geld bei seinem Kumpel, der Volksschule, den Volksschulabschluss nicht geschafft hat, aber mittlerweile drei Frittenbudenwagen am Bahnhof stehen hat und wird der Privatfinanzier, wird stiller Teilhaber, sitzt am Wochenende mit dem zusammen, macht die Abrechnung und sieht zu, dass er den Senf günstiger einkauft. So, also unternehmerisch, ein anderer macht mit seinem Geld eine eigene Bude auf. So, und so ergibt sich das. Ganz falsch ist diese Nachäfferei, so von irgendwelchen Gurus zu verehren, ja, dass man also, alle wollen ja sein wie der Warren Buffett. Ich habe den ja ein paar Mal auch live erlebt vor langen Jahren. Es ist ein vollkommener Irrsinn, jemand nachzumachen. Der Warren Buffett ist so ein eigener Typ, so wie Sie ein eigener Typ sind. Und deshalb auch hier. Die wichtigste Investition für junge Leute ist, sobald sie eine eigene Bude haben und einen Kleiderschrank, ist der Spiegel in Lebensgröße in die Innenseite des Schrankes, also die Schranktür. Und dann muss man einmal im Halbjahr, wenn man alleine ist, eine Viertelstunde sich splitterfasernackt vor diesen Spiegel stellen, das Maul halten und sich angucken. Das schaffen Sie mal. Und dann lernen Sie sich mal kennen. Das ist das beste Grundinvestment. Und danach legt man los. Weil dann werden Sie sehen, ob der Typ, der Sie da anschaut, ob der wirklich der Unternehmer ist.
ob er wirklich mit den Penny Stocks gut beraten ist und ob er überhaupt am richtigen Weg ist. Und dann wird er schon, läuft jetzt, also dieses, wissen Sie, ich habe so viele Bekannte, die wirklich ein Leben lang sich was vorgelogen haben. Die meinten, sie sind der große, ich weiß nicht was, der ganz große Manager. Sie sind keine großen Manager. Und selbst wenn sie hoch befördert werden, wird es denen immer mulminger. Deshalb gibt es ja so viele schlechte Firmen. Weil da Leute oben sitzen, die da gar nicht hingehören, die das auch im tiefsten Innern wissen und sagen, Mensch, hab ich ein Glück. Hoffentlich merkt's keiner. Ich bin ja eine Flasche. Die Anzahl der Flaschen in den DAX-Vorständen ist ungeheuer. Es ist eine einzige Flaschenansammlung. Und deshalb sind die Leute so schlimm und gefährlich und deshalb sind die Firmenkulturen so im Eimer. Mhm. Weil es Leute sind, die wissen, sie gehören da nicht hin, sie sind nur Glückspilze und deshalb verteidigen die ihre Position und alles, was gefährlich wird, wird weggefressen und weggedrückt. Große Könner sind großherzig, die ziehen große, beste Leute nach. Und deshalb mein Rat an alle jungen Leute, gerade wenn sie zu Geld kommen wollen, zu Kapital, weg aus, egal was es ist, weg, wo man sie als Person nicht sieht und wo sich keiner mit ihnen und ihrer Förderung beschäftigt. Man muss wahrscheinlich Opfer bringen und mal 3-2 Jahre irgendwo arbeiten, wo es so ist. Aber man muss dann selber die Entscheidungen treffen und den Fahrplan ausrichten, dass man in das andere Wasser kommt. Denn die Zeit vergeht sonst so schnell, dass sie rundgehobelt werden. Und das Schlimmste ist, dass sie nachher den Glauben an sich selber aufgeben und gar nicht mehr wollen oder überhaupt gar nicht mehr die Fantasie haben. Und da gibt es eben riesige Unterschiede. Es gibt Firmen, die haben eine reine Personalverwaltung. Da wird ihre Akte gepflegt und wird zugesehen, dass also der Weihnachtsbonus kommt und ich weiß nicht was und die Krankenkasse immer den richtigen Tarif abbucht. Und dann gibt es aber Unternehmer, eins, kleine, große, aber auch Konzerne. Da beschäftigt man sich wirklich mit ihnen und ihrem Potenzial. Und da können sie eben eine Laufbahn machen. Da können sie eben, wenn sie 18 sind, keine gute Fremdsprache können, ja, und sind ein kleiner Provinzhornochse, da können sie mit 50 nachher 4 Millionen Dollar im Jahr verdienen und sind Präsident einer Firma weltweit in Hongkong. Das steht allen offen, wenn das zu ihrem Typ passt. Und genauso kann einer Unternehmer werden und. Also die Möglichkeiten waren noch nie so gut. Ich hätte eine persönliche Rückfrage bezüglich den Flaschen in den DAX-Vorständen. Und ich hoffe, das sind auch Pfandflaschen, dann kann man die wenigstens recyceln. und zwar, Sie haben gerade davon gesprochen, dass man sich nackt im Spiegel anschauen soll und zu sich ehrlich sein soll und es zugeben soll, wenn zum Beispiel die Tätigkeit, der man gerade nachgeht, nicht dann passt. Ne? Und dann haben Sie so über diese Zweifel gesprochen und diese Zweifel, über die wir jetzt gesprochen haben, die jetzt auch bezogen waren auf die DAX-Vorstände, die sind mir persönlich bekannt, aber auch Freunden von mir oder Künstlern man kennt auch den Begriff Hochstapler-Syndrom. Das heißt, man hat einen gewissen Erfolg und dann bekommt man eine gewisse Angst, dass dieser Erfolg gar nicht richtig ist und nicht verdient. Und, ja. Und dann denkt man, dass man erwischt wird irgendwann. Ne? Und ich habe das tatsächlich auch mal gehabt. Und ich kenne auch aus Interviews von Künstlern und von Freunden auch, die einen gewissen Erfolg haben in der Forschung, dass sie auch schon mal so ähnliche Gefühle hatten. Jetzt ist meine Frage, also ich persönlich, ich bin ja eigentlich hauptberuflich Immobilienunternehmer. Und ich glaube, ich habe jetzt zum heutigen Stichtag knapp 4 Millionen Euro Schulden in meinen Immobilienprojekten am Zirkulieren. Ne? Und manchmal denke ich mir auch, warte mal, Junge, große Summen, bin gerade erst 26. Manchmal kommt doch schon die Angst und man überlegt sich schon, ist das gerade, was man das was man machen will. Wie haben Sie einen Tipp,
wie man unterscheiden kann zwischen Angst, weil es gerade vielleicht wirklich gerade eine große Summe wird, und Unterschied hin zu, hey, nee, das ist wirklich nichts für mich und ich zwinge mich gerade zu irgendwas. Wie kann man da differenzieren zwischen den beiden? Ja, das ist ja ganz einfach. Das ist ja das Wunderbare im Kaufmännischen. Es ist alles so einfach. Es ist alles die richtige Einschätzung des Zeitgeistes und der Realität. Also, wenn Sie einen Haufen Schulden auf Immobilien haben, müssen Sie die Realität richtig beurteilen, aber vor allem die Zukunft, den Zeitgeist. So, das heißt, wenn wir einer Hochzinsphase entgegengehen, dann sieht es schlecht für Sie aus, früher oder später, wenn die Zinsbindung aufläuft. Wenn Sie keine Menschenkenntnis haben und vertrauen einem Charakterschwein bei der Bank, der Sie finanziert, dann sieht es schlecht für Sie aus. So, wenn Sie selber sich für einen ganz sympathischen Typ halten, wie das Ihnen der Bankkreditgeber aus der Hand frisst, weil der Sie so toll findet, und wie gesagt, das aber gar nicht so ist, dann sieht es schlecht für Sie aus. Wenn Sie falschen Gutachtern, wenn Sie die Marktlage falsch einschätzen, dass unbedingt die und die Typen von Menschen ihre Wohnung mieten wollen oder Büros und sonst was. Oder wenn Sie sagen, hier entsteht ja der ganz große Büromarkt oder hier ziehen ja also künftig nur noch Ärzte hin und die zahlen ja dann 30% mehr, oder aber die Grundrisse, so wie sie renovieren, alles in lila und schwarz gepunktet, war schon immer ihre Lieblingsfarbe. Ja? Nein, es ist ja ganz einfach. Sie können ja alles rückrechnen. Wenn einer eine neue Dienstleistung bringt, wenn einer ein neues Immobilienprojekt auf den Markt bringt, ja, wenn einer es herstellt. Sie müssen ja nur vorher den Kunden fragen. Deshalb ist ja immer das Fatale. Ich wundere mich immer, warum so viele Firmen scheitern oder warum. Die ganze Richtung ist ja nicht der liebe Gott, ist ja auch nicht der Präsident der Türkei. Es ist doch nur der Kunde. Also im Prinzip, wenn ich ein neues Haarschwamm, würde jetzt also anfangen, in Heidelberg-Dossenheim im Keller ein ganz tolles neues Haarshampoo zusammenzubrauen mit meinem Bruder, der doktorierter Chemiker ist. So, da wären wir schön blöd. Was wir machen, ist eine Musterprobe und dann gehen wir zu unserem Zielpublikum und unser Zielpublikum wären, ich weiß nicht, das Witwen im Altersheim. So. Wenn unser Zielpublikum ist Witwen in Altersheimen, da wollen wir europäischer Marktführer sein, weil wir für die ein ganz besonderes Haarshampoo mit einem Duft haben, der fürs Altersheim Corona dann schlägt oder das Leben um 5 Jahre verlängert. So, dann ist doch ganz einfach. Dann muss ich, eben, bevor ich loslege und die Werbeagentur einschalte und Fernsehzeit buche, und ich habe das ja alles selber miterlebt als Geschäftsführer, wie es in der Realität läuft, da wird es eben nicht so gemacht. Da wird gehetzt, da will man mit dem Kopf durch die Wand. Dann kommen die ganzen Leute, die auch was zu sagen haben. Und da heißt es, ja, also wenn wir jetzt nicht die Top-Fernsehzeit buchen vor Gottschalk, dann wird es 40% teurer. So, und dann wird eben gebucht, es wird schon gut gehen. Ja, so, das heißt, ich brauche bei allem, was ich mache, das mache ich bei meinen Immobilien genauso. Was mich nur interessiert, ist nicht, was kostet das Haus, was kostet die Renovierung. Mich interessiert nur, wer ist der Zielmieter? Und zwar der Mieter in der Krise. Mich interessiert nur das Grundgehalt. Mich interessiert nicht auf dem Stundenzettel die Überstunden und Bonus oder sonst was. Mich interessiert das Basisgrundgehalt. So. Und dann sage ich mir so, wie schätze ich die Neighborhood ein? Wie entwickelt sich die Straße? Was wird da abgerissen und so weiter und so fort. Geht es sozial rauf oder runter? Ich bin völlig emotionslos. Entsprechend gibt es immer, wir bleiben beim Immobilienthema, einen Zielkunden, einen Zielmieter, der auch in einer Krise noch da sein wird. Warum? Weil er aus einer schlechteren Lage eines Tages zu mir umziehen wird. Leerstand wird der andere haben, während ich klingel dann. Ja, wenn bei mir Leerstand ist, es ist Krise, dann klingel ich bei dem, der außerhalb wohnt und sage, ich wollte mich nur mal vorstellen, mir gehören hier 2 Wohnungen. Da sind sie 10 Minuten näher an der U-Bahn
oder aber die Schule ist näher. Ich habe gesehen, sie haben Kinder. Und außerdem haben wir einen Balkon zur Südseite. Ich sehe bei Ihnen, Sie haben keinen Balkon. Und wir haben ähnliche Quadratmeter. Ich offeriere Ihnen maklerfrei, Sie können bei mir wohnen zum gleichen Tarif. Sie sind näher an der Schule und haben Balkon. Wie wär's? Also aktives, also das wird man machen müssen in der nächsten Immobilienkrise. Dann jage ich den anderen Leuten die Miete ab. Mhm. Weil ich meine Kalkulation auf der Basis schon habe. So. Wenn der Mieter sagt, wissen Sie was, das ist alles der schöne Südbalkon, aber wissen Sie eigentlich, dass gegenüber da der Schlachthof ist und schon morgens quieken die Schweine, wenn die um 4.30 Uhr abgestochen werden. Ja, Sie können Balkon haben, wie Sie wollen, den können Sie wegen mir verdoppeln, da ziehe ich nie hin. So, wissen Sie, so die meisten Leute, so bei Dienstleistungen, wenn sie einer selbstständig machen will, ich kann nur sagen, wie kann etwas scheitern? Ich brauche doch nur hergehen und sagen, hör mal, guter Freund, bisher kaufst du von mir und ich arbeite für die Firma Meier. Ich würde mich in einem Jahr selbstständig machen. Ich sitze dann da und da, meine Lagerhalle ist die und die und ich kann anliefern freitags morgens. Und der Preis wäre 3% teurer oder billiger. Würdest du mit mir arbeiten? Ja. Und wenn die alle sagen, wisst ihr was, wir verstehen uns blendend, aber nichts für ungut. Am Ende des Tages ist uns dein großer Arbeitgeber, die Sicherheit ist uns wichtiger als die Sympathie, dann ist eben Schluss mit dieser Idee. Dann ist so selbstständig machen nicht. Aber ich sage Ihnen, 90% der Menschen, die ich kenne, haben Angst, dass man ihnen das Spielzeug kaputt macht. Man kann alle kaufmännischen Dinge brutal durchdenken und in der Regel ist nicht der Gedanke falsch, sondern das fehlende Denken. Ganz brutal. Und wie gesagt, bei der Miete, das ist ganz simpel bei den Immobilien. Ich habe meinen Zielmieter, ich weiß, okay, der zahlt 800 Euro, ist das. So, und dann rechne ich von 800 Euro mal 12, 9.600 im Jahr Bruttomiete. So, und damit rechne ich, was für eine Verzinsung will ich haben? 3%, 4%, 2%, 5%, weiß der Teufel was, 10%. Daraus ergibt sich die maximale Summe. Daraus ergibt sich der Kaufpreis, Notargebühr und die Renovierungskosten. So. Und da kann das Haus groß, klein sein, schön. Sonst, wenn das nicht stimmt, wird es nicht gemacht. Es sei denn, dass ich eben irgendetwas erkenne und sage, okay, ich will gar nicht auf Vermietung, sondern ich hocke da jetzt einen Mieter rein für 3 Jahre und dann wird das Ganze abgerissen zusammen mit dem Nachbargrundstück und dann machen wir ein Parkhaus hin oder wir gehen 3 Etagen in die Erde tief runter und da wird, ich weiß nicht was, für eine Softwarefirma mit dem Kühlschrankverfahren, also ein Datazentrum. Das ist ja wieder was anderes. Nein, es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Und daraus ergibt sich dann eben, und dann weiß ich, ob ich Angst haben muss oder nicht. Wenn ich natürlich Sachen angehe, ich mache mich selbstständig, habe noch keinen einzigen Kunden in der Tasche, dann muss ich Angst haben. Das ist ja logisch. Klar, klar. Wenn ich schon weiß, aha, 3 Leute werden jedenfalls zu mir kommen, und selbst wenn einer abspringt, so. Nein, also deshalb erreichen Leute ja so viel, weil Angst vor großen Zahlen darf man überhaupt nicht haben. Im Gegenteil, das, was die meiste Arbeit macht und am gefährlichsten ist, sind die ganz kleinen Zahlen. Die machen mehr Arbeit als die großen Zahlen. Ich wünschte Ihnen, Sie hätten 50 Millionen Schulden, dann würde ich mir gar keine Sorgen um Sie machen. Nein, Sie lachen. Wenn das Ding durchdacht ist, weil 50 ist nichts anderes als 10 mal 5. Das ist so genauso, wenn man sagt, mein Gott, wie können die Chinesen in einem halben Jahr, ich weiß nicht was, 30 Kilometer Autobahn bauen? Das Bauen von 100 Meter Autobahn ist genau das gleiche wie 30 Kilometer. Ich brauche nur eben, was weiß ich, 100 LKWs. Ja. Und das ist ein anderer Punkt. Sehr gut, dass Sie es ansprechen. Das lernt man auch nicht in der Schule, das Denken in der Größe. Sondern kommen die Sprüche, Hochmut kommt vor dem Fall. Lieber vorsichtig, alles Quatsch. Entweder stimmt die Rechnung oder sie stimmt nicht. Wenn die Rechnung für eine Wohnung stimmt, stimmt die auch für 20 Wohnungen. Aber sie müssen eben immer gucken, was ist Teil. Ist es der Kunde? Ist es
Und genauso ist eben, wer viel mit Kredit finanziert, geschäftlich, muss ein Könner werden in der Pflege der Bankbeziehung. Weil die Zahl der Leute, denen das Genick gebrochen wurde, nicht wegen schlechter Geschäfte, sondern weil sie die Bank unterschätzt haben, die Liste ist lang. Das ist einfach Teil des Geschäftes. Ich zum Beispiel habe gar keine Schulden, weil ich mag nicht mit Bankern verhandeln. Also bin ich halt sehr viel ärmer und klein. Macht ja nichts. Aber es ist meine freie Entscheidung. Aber ich wüsste genau, wenn ich, sagen wir, 300 Millionen für einen Firmenkauf bräuchte, ich wüsste genau, wie man das macht. Und das kann man auch schaffen. Das ist gar keine Kunst. Aber ich weiß, was es erfordert, und es wären für mich extreme Opfer, und dazu habe ich gar nicht die Notwendigkeit. Also, und das ist dieses Herrliche, eben Einschätzung der Realität und mit Optimismus, dass man wirklich so einen Spielraum hat. Also es ist doch, wenn Sie in so jungen Jahren, wenn Sie das mit den Immobilien gut machen, dann bauen Sie ja ein Renommee auf. Wenn Sie immer pünktlich Ihre Zinsen zahlen haben, mit den Banken nicht nur an einer Person hängen und so weiter, gibt es doch überhaupt keinen Grund, wenn Sie das denn wollen und wenn Sie auch entsprechend sich mit Leuten rumschlagen und Organisationen aufbauen, warum sollten Sie nicht für 2 Milliarden im Alter von 55 für 2 Milliarden Immobilienimperium verwalten. Also ich wäre ja fast enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Ah ja, Sie haben ja einen richtigen zeitlichen Vorsprung vor anderen. Das, was Sie haben, haben andere mit 50 oder 40 oder gar nicht. Aber es muss eben eine realistische Basis sein. Und deshalb ist das gut, wenn man Sachen früh macht. Und wie gesagt, die Angst werden Sie los, indem Sie sicher gehen, dass Sie nicht, dass die Pferde mit Ihnen nicht durchgehen. Wenn Sie Sachen nur aus Reiz machen, weil Sie der Spekulation, der Geldgier nicht erliegen können oder dass der Konkurrent nicht kriegt oder einfach, weil Sie ein Unruhegeist sind, dann ist sehr viel besser, 3-mal am Tag eiskalt duschen. Ja, und so, man muss so Tricks sich zulegen. Also jeder hat so einen Teufel in sich. Das muss man im Laufe der Jahre lernen, wie man den in den Griff kriegt. Der eine muss sofort Sport machen. Ich empfehle eiskalt duschen oder sofort aus dem Haus rausrennen, sofort die Verhandlung verlassen. Einfach raus, weg. Weil Sie wissen, wenn ich jetzt weitermache, rede ich mich um Kopf und Kragen. Alles schon da gewesen. Es ist interessant, dass Sie das noch ansprechen mit dem Teufel in sich tragen. Und den Umgang mit diesem Teufel in sich, ne? Das ist ja schon wirklich sehr essentiell, weil das, was man sich kaputt machen kann mit sowas, ist ja viel, viel gravierender als was man Gutes machen kann mit den kleinen Schritten, die man sich ja auf dem Weg dahin aufbaut, ne? Ja. Ja, das ist ganz in ihr, also das ist, deshalb plädiere ich so für diese Selbstverantwortung. Ja, Sie werden auf Dauer nicht drum rumkommen, wenn man Mist baut. Das gehört eben dazu, dass man einfach sagen muss, ja, der nackte Kerl da vom Spiegel, ich habe den Mist gebaut, ja. Ich bin 1,76 groß und wollte also Weltmeister im Hochsprung werden. Ja. Der eine erkennt das sofort und geht erst gar nicht ins Hochsprungstrainingslager. Ein anderer verbringt halt mal den Sommer im Hochsprunglager und hat halt dann ein halbes Jahr verbeutelt. Ja, cool. Also, wir reden schon fast an eine Stunde und 40 Minuten. Bevor das Interview in extreme Länge sich zieht, wollte ich Ihnen einfach nochmal herzlich danken. Sie haben ja auch 2 Fonds, Sie haben 2 Bücher geschrieben. Ich werde einfach mal Ihren YouTube-Kanal und die Links zu Ihrer Webseite und so werde ich alles mal unten verlinken. Das heißt, jeder ist herzlich eingeladen, sich das Ganze anzuschauen. Ich habe mir Ihren Fonds auch angesehen und die Performance dort ist ja auch sehr überdurchschnittlich und sagenhaft. Deswegen, also Freunde, schaut euch das auf jeden Fall an. Und Herr Elsässer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Ich habe das Interview sehr genossen. Und hiermit wollte ich Ihnen das letzte Wort übergeben. Ja, ich danke Ihnen sehr. Ich finde das toll, dass Sie das machen. Nicht, weil Sie mich eingeladen haben, aber die Sache in sich. Man kann nicht genug appellieren an
ja, das wunderbare Wesen, was jeder von uns ist, ganz egal, was alle sagen, egal wie klein, dick, hässlich man ist, egal welche Behinderung man hat, es gibt immer einen wirklichen, tollen Lichtblick. Und ich appelliere an jeden, fest daran zu glauben, nicht aufzugeben und an sich zu arbeiten. Und das Motto heißt ganz einfach, in der Tüte ist sehr viel mehr drin, als man dachte. In diesem Sinne, ich danke Ihnen sehr und alles, alles Gute. Danke auch. Und Freunde, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Interview. Ciao, ciao. Macht's gut.